Noch einmal zur Erinnerung, Schirrer von rechts nach links, Butler, Nielsen und Simon Wick. Auch für den Simon Wick, für den Sandbahn-Weltmeister dieses Jahres, geht es um sehr viel. Sympathische Engländer. Hat heute gezeigt, dass er mit den Spezialisten auf der kurzen Bahn durchaus mithalten kann. Nielsen, 29 Jahre alt. Ah, was geht jetzt in ihm? War alles umsonst? Oder winkt er? Oder Pech? Denkt er daran, was Erik Bundesmann heute anders ist? Mit Sicherheit nicht. Denn jetzt volle Konzentration. Nielsen und Wick. Und Hans Nielsen auf dem Weg zu seinem dritten WM-Titel. Simon Wick Zweiter. Mit Schirrer an dritter Stelle. Und Troy Butler an vierter. Aber schauen wir und konzentrieren wir uns jetzt den Führenden an. Schauen wir, was Hans Nielsen machen wird. Simon Wick gibt nicht auf, kommt näher. Ja, jetzt ist natürlich unglaubliche Spannung. Man kann es nicht anders sagen, meine Damen und Herren. Die letzte Runde für Hans Nielsen. Und wenn der Motor nicht stehen bleibt, dann kommt Simon Wick nicht mehr heran. Und nach 1986 und 87 wird Hans Nielsen in diesem Jahr zum dritten Male Speedway-Weltmeister. Riesenjubel, Riesenfreude. Schauen Sie die dänischen Fans an. Ja, das ist verständlich. Und Freude bei Hans Nielsen, bei diesem sympathischen Mann, bei diesem sympathischen Sportler, der überall, wo er auftritt, als Gentleman auftritt, als Supersportler, man kann es nicht anders sagen. Noch einmal der Start. Schauen Sie Hans Nielsen an, wie er das Vorderrad nach unten drückt. Simon Wick, eine halbe Radlänge vorne im Moment. Und da drückt er nochmal, der Hans Nielsen, mit dem Vorderrad innen. Ja, und hier sind wir live dabei. Er wird in die Luft geworfen von seinen Freunden, von seinen Mechanikern. Riesenjubel natürlich, verständlich. Hans Nielsen hat es wirklich verdient. Er ist der überragende Fahrer in diesem Jahr gewesen. Und mit Punktemaximum, mit 5 Siegen, holt er seinen dritten Titel. Noch einmal die Zeit. Ganz schwerer Zweikampf, ein ganz harter Kampf zwischen Hans Nielsen und Simon Wick. Sie haben es gut, Sie können sich das in Zeitlupe ansehen. Und jetzt sehen Sie die letzte Runde, noch eine Studie, elegant. Simon Wick. Auch eine großartige Leistung von ihm. Und jetzt der Wheelie. Vorderrad in der Luft gekonnt. Super. So etwas gefällt den Zuschauern. Schauen Sie, Korrektur in der Luft. Da ist der neue Weltmeister Karl Mayer, gratuliert. Eine schöne Geste. Laufergebnis noch einmal, Hans Nielsen 3 Punkte, Simon Wick 2, Mitschirer 1 und Troy Butler keinen. Und wir sind beim letzten Rennen des heutigen Abends, dieser Weltmeisterschaft. Von rechts Karl Mayer, Roman Matuschek, Kelvin Tettum und Andy Smith. Vielleicht kann Karl Mayer noch einmal
etwas zeigen, an dritter Stelle im Moment. Aber Kelvin Tettum muss mehr zeigen. Für ihn geht es vielleicht noch um den zweiten Platz. Aber das war zu wild. Das war zu wild. Ja, so etwas sollte man nicht mehr machen. Da liegt der Kelvin Tettum, weil es zu stürmisch agiert. Tettum ist gestürzt, meine Damen und Herren. Eine dramatische Entscheidung. Er war ganz schlecht weggekommen, war nur Vierter, dann Dritter, hat angegriffen und ist in der zweiten. Sie mit dem weißen Helm. Kelvin Tettum, mit Gewalt wollte er es hier versuchen, nachdem er den Start etwas verpatzt hatte. Aber was soll das noch? Das letzte Rennen bisher so hervorragenden Sport gesehen und das müsste nicht mehr sein. Damit verspielt er natürlich alles. Wiederholung dieses Rennens nur mit drei Fahrern ohne Kelvin Tettum, Karl Mayer, Roman Matuschek und Andy Smith. Mayer innen. Der Karl kommt, packst noch einmal. Ein Andy Smith vor Karl Mayer. Roman Matuschek an dritter Position. Ja, dieser Sturz zum Abschluss einer wirklich schönen Veranstaltung hätte nicht mehr sein müssen. Vielleicht waren es die Nerven, die den jungen Engländer hier Assadeur spielen ließen. Und auch Matuschek fährt mehr innen als auf der Bahn, Sie sehen es. Aber disqualifiziert wird er erst. Jetzt ist er Zweiter, wenn er mit beiden Rädern über der weißen Linie ist. Schauen Sie, was der Tscheche macht. So ist Karl Mayer Dritter und Letzter. Der Tscheche gefällt es anscheinend, aber es ist nicht ungefährlich. Und da wäre er beinahe nach vorne gekommen. So, das letzte Rennen, liebe Zuschauer, gewinnt Andy Smith vor Roman Matuschek und unserem Karl Mayer. Und gleich können wir Ihnen auch das Gesamtergebnis nennen, hier noch einmal die Zeit. War ein langsames Rennen, aber das macht nichts. Zeitlupenstudio, wo wir sicher sehen werden, wo Roman Matuschek sich bewegt. Ja, das Innen, das Vorderrad ist komplett innen. Aber mit dem Hinterrad ist er noch auf der Bahn. Unglaublich. Aber da, wenn er nach unten geht, da kann er natürlich auch leicht stürzen und seine Gegner unter Umständen mitnehmen. Nicht ungefährlich, was der Tscheche da gemacht hat. Aber er gilt ja als einer der ganz Wilden. Fährt auch Eisspiel, er fährt eigentlich alles, was im Bahnsport zu fahren ist. So, und hier haben wir das Endergebnis. Liebe Zuschauer, Hans Nielsen 15 Punkte, Simon Wick 12 und Jeremy Doncaster 12. Und diese beiden werden um Platz 2 und 3 stechen. Und hier haben wir das Stechen bereits. Rechts Jeremy Doncaster und links Simon Wick. Und egal wie dieses Stechen ausgeht, ein großer Erfolg in diesem Jahr für Simon Wick nach dem Gewinn der Sandbahn-Weltmeisterschaft. Vielleicht auch jetzt ein zweiter Platz noch beim Speedway-Einzelfinale. Grandios diese Saison, hervorragend seine Leistung des Spezialisten auf den langen Bahnen. Und so ist es. Wir kürzen ab. Zweiter Platz für Simon Wick. Dritter wird Jeremy Doncaster. Und damit ist die Weltmeisterschaft 1989 entschieden. Hans Nielsen heißt der Sieger, der neue Weltmeister. Simon Wick ist Zweiter, Jeremy Doncaster ist Dritter. Neunter Gerd Riss und Elfter Karl Mayer. Sind Sie nicht so enttäuscht von unseren deutschen Fahrern, die sich mit Sicherheit bemüht haben. Und hier kommt der neue Weltmeister, hier kommt Hans Nielsen. Ein würdiger Champion 1989, links daneben Simon Wick und rechts Jeremy Doncaster. Und mit